So, damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Palworld. Ich habe in der Zwischenzeit mal unsere Ausrüstung zurückgeholt. Ich bin dabei bestimmt auch nicht drei oder viermal gestorben, weil es in der Wüste einfach heiß ist. Wir haben auf jeden Fall jetzt wieder alle Sachen wieder. Und der Plan für heute wäre, dass ich unter anderem erstmal wieder Musik anmache. Habe ich vergessen. Ich würde gerne die letzten Bosse noch besuchen. Ich glaube nicht, dass wir die Legendären noch fangen werden. Ich weiß nicht. Die sind schon ziemlich stark. Vielleicht schaffen wir es, den einen oder anderen wenigstens noch zu killen. Hallo, Musik. Warum? Momentan geht hier irgendwie immer alles drunter und drüber. Sekunde. Haben wir gleich. Warum bin ich da ausgeloggt? Warte, 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 warte. Wir haben ja keinen Stress, ne? Wir haben grundsätzlich immer viel Zeit. Und wir verplempern gerade hier sowieso immer extrem viel. Ich habe, glaube ich, keine einzige Folge in Palworld pünktlich aufgehört. Wir haben immer extrem überzogen. Aber was soll's, ne? Kann man schon mal machen. So. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich mach mal hier Abenteuer. Wird schon hinhauen. Soll ja bloß nebenbei ein bisschen berieseln. Ich würde ganz gerne auf jeden Fall hier. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann schauen wir mal hier, dass wir das Eck noch aufdecken und diese Ecke. Und dann würde ich hier oben eigentlich ganz gerne noch ein bisschen schauen, weil hier ist bestimmt auch noch der ein oder andere Boss versteckt. Ich weiß nicht, ob wir den Turm schaffen. Aber auch das ist jetzt, wenn ich ehrlich bin, nichts, wo ich sage, den müssen wir unbedingt schaffen. Was ich schon mal vorwegnehmen kann, das hier ist auf jeden Fall die vorletzte Folge. Vorerst. Wenn Palworld im Full Release dann rauskommt, werden wir bestimmt nochmal reinschauen. Denke ich. Spricht ja nichts dagegen, aber. Ups. Aber ich habe es ja die letzten Folgen schon mal erwähnt. Jetzt die ganzen Peldex-Einträge zu vervollständigen, es wäre ja eigentlich nur Zeit schinden. Und da sehe ich jetzt nicht so sehr den Sinn drin. Vielleicht mache ich das nebenbei noch. Wenn ich zwischendurch mal Luft habe, bisschen AFK, weil das läuft nur noch über die Eier. Das dauert halt unheimlich lang. Ich nehme hier vorne noch gleich das Eck mit. Hallo, lass mich bitte in Ruhe. Aber sonst haben wir halt momentan auch nicht wirklich was zu tun, außer eben die Legendären noch fangen. Also wir kriegen die Peldex-Einträge sowieso aktuell nicht voll. Wir haben ja schon bei Jet Dragon ziemlich Probleme. Der ist nicht ohne. Die anderen beiden, die wir das letzte Mal, da haben wir zumindest einen gekillt. Ignorieren die mich einfach. Auch cool. Da haben wir einen aus Versehen gekillt. War ja nicht unbedingt geplant. Und dasselbe haben wir bei Jet Dragon auch das Problem. Den kriegen wir halt so schnell nicht und wir müssten den so oft fangen, bis wir ein Männchen, ein Weibchen haben. Das wird halt unheimlich lang dauern. Den fünften Turm, den werden wir, denke ich, nächste Folge bestimmt nochmal versuchen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Den haben wir, glaube ich, auch schon drei oder viermal versucht. Der ist halt wirklich nicht ohne. Das wäre noch ganz cool, wenn wir das schaffen. Ansonsten vielleicht irgendwann in der zweiten Staffel. Vielleicht machen wir da eine Multiplayer-Geschichte draus. Mal gucken, ob jemand Zeit und Lust hat. Dann ist das, glaube ich, auch nicht mehr ganz so schwierig. Da decke ich jetzt lieber noch ein bisschen die Map auf.
Junge, du fliegst. Flieg doch einfach drüber. So, ein bisschen mehr nach da. Ich denke, hier in dem Eck hat sich kein Boss mehr versteckt. Wir werden mit Sicherheit noch einigem im Eisgebiet haben. Könnte ich mir vorstellen. Ich müsste dafür, glaube ich, aber auch die Eisrüstung wiederholen. Die hatte ich abgelegt. Weil ich sehr, sehr klug bin. Ein paar Truhen können wir uns noch gönnen. Wir könnten auch noch die Doppelflinte herstellen, die sehr gute. Da haben wir, ich glaube, auch in der letzten oder vorletzten Folge den Bauplan bekommen. Problem ist bloß, ich habe auch alles repariert, aktuell bis auf das Sturmgewehr, weil uns einfach antike Bauteile fehlen. Ich meine, die können wir inzwischen relativ easy farmen. Fragt sich halt nur, ob sich das wirklich noch lohnt. Ich meine, ein bisschen Haltbarkeit hat ja das Gewehr noch. So, dann können wir hier gleich wieder ein bisschen zurückfliegen. Vielleicht sollten wir auch von irgendeinem Flugpell von uns die Ausdauer einfach mal ein bisschen hochskillen, dass wir besser fliegen können. Dafür wollte ich ja eigentlich Jet Dragon haben. Das war der einzige Grund. Ich meine, gut, der ist mit Sicherheit im Kampf auch noch geil, aber fände ich jetzt nicht so schlimm. Weil so haben wir ja kampftechnisch gar nicht wirklich Probleme. Das geht ja relativ gut eigentlich. Eigentlich, bei den meisten. Nein, nicht abstürzen. Ja, da fliegen wir noch zwei, dreimal und dann haben wir das. Den würde ich dann als nächstes machen. Level 49. Wir sollten ihn schaffen. Ist auch kein Legendärer oder so. Und ich glaube auch, wir haben die legendären Bosse alle schon gesehen. Mich ärgert das nur immer noch ein bisschen, dass wir das letzte Mal den einen nicht gefangen haben. Irgendwie ist er aus Versehen gestorben. Was haben wir denn da? Ist das eine Statue von Jet Dragon? Auf jeden Fall ist da eine Lüftmann-Statuette, die nehmen wir mit. Sieht aber ein bisschen danach aus. Die Statuetten werden wir, denke ich, auch nicht unbedingt alle voll machen. Ich meine, wenn wir unterwegs welche sehen, die nehmen wir mit. Aber sonst. Ich werde mich jetzt nicht extra auf die Suche begeben. Sehr cool. Vielleicht ist es auch gar keine Statue, sondern einfach eine versteinerte Version. Möglich ist es. Uns fehlen ja auch noch ein Haufen von diesen Tagebucheinträgen. So, da hinten fehlt noch ein kleines Eck. Schauen wir mal, ob wir das auf die Schnelle mitnehmen können. Ich würde nur ungern den Berg ständig hoch und runter fliegen müssen. So, dann hier. Moin. So, dann können wir zurück. Dann haben wir nämlich im Gröbsten die ganzen Lücken alle demnächst geschlossen. Vieles, was an der Karte jetzt noch fehlt, ist sowieso bloß Wasser. Und das muss ich nicht aufdecken. Nicht unbedingt.
So ein kleines bisschen rechts rum. Auch cool, dass sie einfach auf Lava laufen können. Das ist praktisch so ein Feuer-Jesus. So, jetzt müssen wir hier nur noch einmal geradeaus fliegen und dann können wir uns schon die nächste Lücke suchen, wo wir sowieso den Boss haben. Den nehmen wir dann auch gleich mit. Ja, ist auch okay. Schön, die können auch auf Lava laufen. Dann haben wir hier drüben noch eine ganz kleine Lücke. Das reicht aber hier schon. Dann können wir jetzt hier hin. Einmal komplett rechts, also darüber. Höchstwahrscheinlich, ich würde vermuten, wieder in der Höhle. Das schauen wir uns einfach mal an. Ist das ein Ei oder eine Statuette? Es leuchtet ein bisschen. Ich tippe auf eine Statuette. Ich meine, ganz so viele fehlen uns ja auch nicht mehr, dass wir unser Fanggeschick auf Maximum haben, ne? Ob uns das dann wirklich noch was bringt, zumindest was die Legendären angeht, glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Aber wir können es ja probieren. Beispielsweise eben bei Jet Dragon. Das wäre schon cool, wenn wir den hätten. Wir wären so viel schneller unterwegs. Komme ich da an? Reicht die Ausdauer? Ich glaube ja. So, dann dort rüber. Der ist bestimmt unterirdisch. Die waren hier gefühlt alle in Höhlen, weil sonst müssten wir ihn eigentlich fast schon sehen. Problem ist bloß, wir müssen wieder einen Höhleneingang finden. Und das ist meistens auch nicht so einfach. Oder vielleicht auch hier oben drauf, könnte sein. Einmal kurz Ausdauer tanken. Ich glaub's aber nicht. Da drüben ist unsere Base. Schön. Wo könnte hier der Eingang sein? Hier seitlich würde sich das fast anbieten. Weil hier sind wir genau drüber. Aber da ist halt nichts. Meistens erkennt man die Eingänge schon so ein bisschen, ne? Das ist optisch leicht anderer Stein. Glutheiße Minen. Okay, ich hab's gefunden. Zufällig. Da kriegen wir wenigstens ein paar antike Teile. Alte Teile, antike Teile, ist ja wurscht.
Oh nein. So kriege ich ihn zwar getötet. Okay, ich habe ihn zum Glück wieder rausbekommen. Wäre er da drin geblieben, hätte ich ihn halt auf jeden Fall nicht fangen können. Weil versuchen würde ich es natürlich schon ganz gern. Ja. 2%. Ja. Mit der legendären haben wir auf jeden Fall bessere Chancen. Komm, bleib einfach drin. Geil. Perfekt. Gerade mal 4 antike Bauteile, das ist halt nicht viel. Innovatives Technikhandbuch, das kenne ich noch nicht. Was macht das? Aha. Oh, um Technologiepunkte nehme ich mit. Nicht, dass ich sie gerade bräuchte, weil das, was ich lernen wollte, haben wir gelernt. Aber nice to have. Und hier haben wir auch nochmal 3. Wir könnten. Ja, wir müssen noch ein bisschen sparen. Ich glaube, alles können wir einfach nicht freischalten. Und das Ding wollte ich auch noch irgendwo bauen. So teuer ist es nicht. Ich glaube, das probieren wir dann mal in der einen Base aus. Wo war denn hier der Ausgang? Da drüben. Dann haben wir den Boss. Hier das Eck. Es wird nichts da sein. Ich würde nur mal trotzdem abfliegen. Hier könnte vielleicht noch einer sein. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, hier auf dem Vulkan war es das wahrscheinlich schon. So, hier laden wir gleich nach. Und dann fliegen wir weiterhin mit der Panzerfaust. Müssten wir gegebenenfalls vielleicht noch ein bisschen Munition herstellen. Wenn wir sowieso hier oben sind, könnten wir einfach ein bisschen Schwefel mitnehmen. Viel brauchen wir nicht. So, dann fliegen wir erstmal rechts rum. Und decken das, würde ich sagen, von oben her auf. Erstmal hier so ein bisschen die Richtung. Die Truhe nehme ich auch noch mit. Ah, Pistole, Bauplan 1. Das ist halt... Die ist ein Müh besser als das, was wir jetzt haben, aber nicht so, dass sich das wirklich lohnen würde. Die Pistole benutzt man sowieso, ja, dafür viel zu selten. Noch ein bisschen. Ich tank bloß kurz auf Ausdauer. Einmal hier rüber. Ach süß, wie sie alle schlafen. Einen kleinen Schlenker nach rechts und dann wieder links. Das würde ja schon reichen. So ein bisschen mehr... Ein bisschen mehr so, ja. An denen fliegen wir einfach vorbei. Ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Und vielleicht sollte ich die Musik noch ein Müh leiser machen. So hier. Auch wenn sie schön ist. Ach, ich bin so doof. Das war gar nicht die Musik. Das war... Ja, wobei doch schon.
Ah, das war gerade einfach in-game. Das vergesse ich immer. Fänglope haben wir, glaube ich, auch schon voll. Eigentlich brauche ich gar nicht mehr schauen. Wir haben mit Sicherheit 85% komplett aufgefüllt in der Pelpedia. Und die anderen 15% sind wir entweder gerade drüber oder sind halt Legendäre, die wir nicht gefangen bekommen. Wie mache ich das am besten? Erst ein bisschen hier. Ich meine, eigentlich ist es eine Arbeit, die wir uns sparen könnten. Und jetzt hier. Hallo Truhe. Nein, ich habe keinen Silberschlüssel. Auch schade. Yo, es ist wieder die Kampfmusik und die ist laut. Ein bisschen mehr hier. Ist das eine Truhe? Ich glaube ja. Und für die brauchen wir keinen Silberschlüssel. Aber vielleicht kriegen wir einen. Natürlich nicht. Da unten haben wir nochmal eine Statuette. Die liegt mehr oder weniger sowieso auf dem Weg. Also nehmen wir die mit. So, Trick 17. Immer her damit. Da müssten wir links eigentlich bloß die Küste noch so ein bisschen aufdecken. Dann haben wir das. Und dann ist nur noch das Gebiet bei Jet Dragon übrig. Ich weiß nicht, ob ich mir das antun will, das jetzt nochmal zu versuchen. Weil aus der Erfahrung raus, der ballert uns halt absolut weg. So, Küstengebiet. Das kleine Stückchen hier noch. Das Ding ist nämlich, wenn, müssten wir eigentlich eine von unseren Basen aufgeben und bei den Bossen immer ein Zuhause errichten. Einfach nur, damit wir schnell genug dahin kommen. Und rein theoretisch könnten wir das dann halt nutzen, um unsere Pals kämpfen zu lassen. Weil mit 15 Pals gegen so einen Boss zu kämpfen, ist halt definitiv besser als mit einem. Ich meine, es gibt zwar noch ein paar Pals, wo wir das umgehen können, sodass wir teilweise sogar wirklich bis zu 5 Pals in den Kampf ziehen können. Aber lohnt sich das dann noch wirklich? Das ist halt die andere große Preisfrage. So, ich möchte mal hier hochschauen. Vielleicht ist da was Hübsches. Nö. Und hier waren wir schon. Okay. Wie schaut es hier oben aus? Vielleicht noch so eine kleine Statuette oder so? Ausdauer sagt natürlich nein. Es war so klar. Jedes Mal das Gleiche. Eine Truhe nehmen wir natürlich auch mit. Hier wäre halt eine Base schön. So rein optisch. Fast schon ein kleines Urlaubsparadies. Das sind bestimmt heiße Quellen.
Lass mich in Ruhe. Wir müssen nicht kämpfen. Ehrlich nicht. Oh, hör doch auf. Das ist doch unnötig. Ich möchte mich doch bloß ein bisschen umgucken. Das Anstrengendste hier am Aufdecken ist eigentlich tatsächlich bloß zwischendrin immer wieder die Map zu eröffnen. Ich meine, es gibt eine Mod mit einer Minimap. Aber ich bin ganz ehrlich, wegen zwei Folgen, ich werde jetzt keine Mods mehr installieren. Vielleicht dann wirklich in der nächsten Staffel. Da ist nochmal eine Truhe, die nehmen wir mit. Wie immer. Wird wahrscheinlich nichts Besonderes drin sein. Nö, natürlich nicht. Ich überlege gerade, ob es sinnvoller ist, so zu fliegen, als so. Da müssen wir halt ständig berghoch. Ups, berghoch, bergrunter, ne? Das ist ja auch doof. Ich meine, rein theoretisch, ich könnte mit Wanwim immer hochfliegen und dann mit dem Gleiter einfach runter. Aber ich glaube, das macht keinen großen Unterschied mehr. Kann ich hier... Ich kann hier nicht zwischenlanden, ne? Wir rutschen komplett ab. Okay. Ich dachte, wir rutschen wieder bis runter. Ein Stück hier noch. Noch ein Stückchen. Ich will nicht bis ganz hoch, bitte. Ja, okay, hier ist ein Mini-Eck. Aber da ist nichts. Das ist mir jetzt egal, oder? Komm. Der innere Monk. So, dann hier rüber. Dann fliegen wir gleich wieder runter. War jetzt so ehrlich gesagt nicht gemeint. Ich wollte schon aus eigener Kraft runterfliegen. Ja, noch weiter. Hier würde ich ja gerne möglichst viel ausnutzen. Ja, wir können, glaube ich, noch ein Stück. So in etwa. Weißt du was? Ich mache das trotzdem. Die Ausdauer sollte das eigentlich locker mitmachen. Ja, wobei nicht locker. Ich muss bloß rechtzeitig aufhören. Damit ich mich noch abfangen kann. So, na. Diese Richtung. Ich wollte bloß schon mal in die Richtung schießen. Verflucht. Ich kann das mit der Lücke nicht lassen. Das geht nicht.
So, jetzt müssten wir da eigentlich genau an der Bruderschaft vorbei. Ich hoffe mal, die greifen uns nicht an. Bis jetzt haben sie uns öfter in Ruhe gelassen. Aber halt auch nicht immer. Da drüben haben wir einen Tagebucheintrag. Wenn wir schon da sind, nehme ich den mit. Ich weiß auch gar nicht, wie viele uns fehlen. Weil eigentlich wollte ich die alle sammeln und irgendwie mal in einer separaten Folge alle vorlesen. Bloß momentan, ich war ja jetzt erst erkältet, bin jetzt auch noch nicht so wirklich komplett wieder fit. Also würde es die nächsten Tage sowieso nichts werden. Zur Not, vielleicht kriegt man die ganzen Texte auch irgendwo im Internet. Was ist denn das? Bestimmt bloß ein Dungeon. Die wird man bestimmt irgendwo im Internet bekommen. Geh weg. Und dann könnte man die ja immer noch verlesen. So, komme ich hier irgendwo noch an eine Lücke, wo ich hängen bleiben kann? Ja. Viel ist es ja wirklich nicht mehr. Das schaut aus, als wäre ich immer eine Mauer durchgegangen. Von hier rüber, hier. Das ist natürlich durch den Vulkan alles eingestürzt und dann bis hier rüber. Nicht schlecht. Jetzt müssen wir hier wieder ewig weit hoch. Kann ich eigentlich meine Skillpunkte nochmal komplett neu verteilen? Weil jetzt würde es ja Sinn machen. Ich brauche das Gewicht, was wir tragen können, könnte ich eigentlich komplett vernachlässigen. Brauchen wir halt einfach aktuell nicht mehr. Einfach mal komplett auf Ausdauer gehen. Für so, halt für so Aufdeckgeschichten. Und im nächsten Atemzug könnte man das dann nochmal zurücksetzen und komplett in Angriff gehen. Und oder Verteidigung. Wäre auch nicht das Schlechteste. So, ein bisschen hier lang. Eigentlich müssten wir jetzt schon wieder hier rüber. Ich glaube, ich mache erst das hier oben. Dann fliegen wir an Jet Dragon vorbei und hier zurück zum Schnellreisepunkt. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Das wollte ich nicht. Tschüss, Ausdauer. Ich kann hier definitiv nirgendwo zwischenlanden. So, hier links rum. Ich würde halt Jet Dragon wenigstens einmal ganz gern besiegt haben. Einfach nur, dass das abgeschlossen ist. Mit dem Fangen wäre halt geiler, klar. Aber da habe ich relativ wenig Hoffnung, wenn ich ehrlich bin. Fliegen wir doch erst ein bisschen in die Richtung, dass der Streifen bloß ein bisschen schmäler wird. Wenn wir zurück zum Schnellreisepunkt gehen, dann langsam in diese Richtung. Hallo, Grafikfehler.
Hier auch. Das bin ich von Palworld gar nicht gewohnt. Eigentlich war hier mal alles grafisch sehr sauber. Ich meine, hier und da mal eine Kleinigkeit, aber hier ist halt, hier ist relativ viel. Was wir natürlich versuchen könnten mit Jet Dragon, wieder vom Flugpelle aus und dann sehr viel Panzerfaust. Das hat ja bei den anderen beiden auch relativ gut geklappt. Ich habe nur wieder das Gefühl, dass halt Jet Dragon nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Und wenn, würde ich das auch nicht mehr in dieser Folge machen, weil wir sind eigentlich schon wieder ein bisschen drüber. Wir schließen jetzt hier noch die Lücke, machen Schnellreise, einmal nach Hause. Was sind das? Brüten gegebenenfalls noch ein paar Eier aus. Wir hinterlassen Kondensstreifen direkt über uns. Okay. Wie gesagt, brüten noch ein paar Eier aus. Die in der Zuchtfabrik müssten gerade eigentlich auch fertig sein. Da könnten wir noch die nächsten reinschmeißen. Da würde ich dann aber zwischen den Folgen mal kurz gucken, was denn aktuell überhaupt ansteht. Und dann hätten wir nächste Folge praktisch noch das Eisgebiet. Dass wir uns da ein bisschen umschauen. Und dann könnten wir rein theoretisch eben sagen, wir probieren den Turm nochmal, wir versuchen es vielleicht nochmal mit Jet Dragon. Bei den Zwillingen ist ja auch noch einer, den wir nicht besiegt haben. Grundsätzlich hätte ich es aber auch lieber gefangen. Dafür wäre das vielleicht doch mit den Liftmang-Statuetten nochmal interessant, dass wir wenigstens ja das Beste rausholen. Können wir dann mal schauen, wie viele uns da noch fehlen. Nein, das ist nicht weh gewesen. Wir haben auch schon lange keine Dungeons mehr gemacht. Ich glaube, ein einziges Mal bloß. Obwohl man da auch relativ geilen Loot bekommen kann. Komm, hake dich irgendwo ein. Ja, genau. Hake dich ganz unten ein. Passt schon. So, dann können wir jetzt einmal schon leicht rechts rum. Hier so. Das war ein bisschen zu weit rechts. Eher hier oben. Ja. Ja, noch ein bisschen mehr links. So. Jetzt eigentlich nur geradeaus. Hier mitten ins Gefecht rein. Ach, lasst es doch einfach. Bringt doch sowieso nichts.
Und dann hätten wir den Vulkan eigentlich soweit komplett aufgedeckt. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt das Gefühl, dass wir hier groß was übersehen hätten. Dann bleibt bloß noch abzuwarten, wie viele Bosse im Eisgebiet sind. Und ob da nicht vielleicht doch irgendwas Legendäres ist. Wäre natürlich schlecht für uns. So, jetzt einmal ganz rechts. Da unten ist dann der Schnellreisepunkt. Warum bin ich nass? Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. So, dann schauen wir mal nach den Eiern. Ja, so gefällt mir das auch viel besser. Wir können hier noch ein paar von den Bossen fangen in den Naturschutzgebieten. Hier hätten wir noch eine Ecke, aber ganz ehrlich, da ist sowieso nichts. Da schauen wir dann lieber hier noch ein bisschen. So, mal gucken. Die Eier sind fertig. Dann hole ich die da schnell raus, weil dann kann ich die Torten reinschmeißen. Damit die nicht weiter vergammeln. Jede Folge verlieren wir halt ungefähr 2 Torten. Aber 32? Ja, okay. Die sollten mal eine ganze Zeit lang ausreichen. So, Blaze Hole sollte dann auf jeden Fall komplett voll sein. Die jetzt noch brüten, müssten, meine ich, Blaze Hole Nocked sein. Dann schauen wir noch ganz kurz. Erstmal, dass wir noch ein paar Kuchen anschmeißen. Uiuiui. Immer wieder lustig. Nicht das, was wir gerade brauchen würden. Mehl räumen wir auf. Und dann gucke ich nur noch ganz kurz nach den Liftmank-Statuetten, wie viel wir da noch brauchen. Beziehungsweise brauchen würden. Jetzt ist eh schon wurscht, wir sind dermaßen über der Zeit. Da kommt es auf die paar Minuten auch nicht mehr an. Sag mal, in letzter Zeit immer wieder geht mir hier einfach die scheiß PlayStation an. Obwohl sie es nicht soll. Ich muss sie mal ausstecken. Jetzt habe ich hier... Ich habe hier keinen Sound mehr, oder? Naja, das ist dann was für die nächste Folge. Ich wollte ja eigentlich bloß ganz kurz... hier mal kurz gucken. Ah, 16 Stück, die werden wir nicht kriegen. Nicht mehr in dieser Staffel. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Hoffentlich... Mit bisschen weniger technischen Problemen. Ich glaube, ich stecke die PlayStation einfach aus. Jetzt noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und bis morgen. Ciao, ciao.